Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ein Schluck warten, geht mir fest am Zeiger. Wollen wir mal Schluss runter? Zum Schießen? Da kann sich was anhören für mich, der sagt, zähle Schiere. Mach ihn fertig, wenn er nicht schon fertig ist. Wollt das? So viel Zeit muss sein. Geh da zum Papa. Was ist denn? Feier hab ich gesagt! Arsch. Wo ist er? Da sind wir zuerst laut werden muss. Machen wir eine Schlussrunde. Wie es gehört. Dass alles in Ordnung hat, dass es keiner davonläuft, oder was? Alle schon liegen bleiben. Bei der Jausenstation. Wo ein Schlag geschissen ist. Da liegst. Wo du hinkehrst. Sehr viel zu gut für dich. Was haben wir da gut gehen? Ah, das ist ein Klumpert. Erst, naja, was willst du machen? Ich kann es trinken, du nicht. Da schaust geschissener. Sie war ein Engel eigentlich. Vier Uhr muss man sagen, ein Engel. Und ein großes Herz. Also ich meine jetzt im Sinne von Herz, Herz, nicht Tutelherz. Was macht der Tutel? Der Geschissene hat den Pferd rein. Mitten ins goldene Hurenherz. Und es hörte auf zu schlagen. Schön hätten wir es haben können. Du kommst zu mir? Ja, ich störe was da letztlich. Gemeindebediensteter, aber Waschmaschine zum einen, ein Geschirrspüler zum anderen, Mikrowelle selbstverständlich. Videorekord habe ich auch gehabt. Mit einem Haufen Leerkassetten hätte sie alles aufnehmen können bei mir. Aber nein. Der Herr Check ist zu elegant. Der Schick hat einen amerikanischen Wagen, verstehst du? Arschloch. Er ist unterteilt, die Würmer speimen sich auf bei dem Arschloch und sie ist beim Leben gut. Aber ich lebe, du Geschissener. Ich lebe und du nicht. Dass du dich auskennst. Von Anfang an hat er in die Futen zurückgebuddert gehört. Und wenn das nicht, dann wenigstens antrieben. Was Mindeste. Was Tierschutz gegenüber den Würmer. So ein Arschloch. Hoppala. Sind sie aber schön verplaudert. Na gut, jetzt haben wir Dienstschluss. Lieber Jake. Weil du mir so lieb zugehört hast. Kriegst du mal eine Dosen von mir und einen Inhalt brand oder zu. Vorgewärmt von mir persönlich. Oh, herrlich, hm? Ist das ein frischer Chick? Das schmeckt, gell? Da komm her, da. Ein Schluckerl auf uns zwei. Ja, da. Du paar Schwarzen, du Geschissene! Ah. Schaut, dass ich nicht scheißen muss. Das sind doch
erst. Vogel mich! Gesperrt, der Devil! Da kommt der Otto. Hallo, Sie! Entschuldigung, Sie! Hören Sie mich? Das gibt's ja nicht. Ja, können Sie mir rufen? Was ist da los? Boom! Das war so ein sieriger Hund. Immer alles selber brennen können. Nicht nur für mich, sondern für ihn auch noch dazu. Ja. Hat er sich immer aufgeregt von wegen Hockenstart und AMS. Ja. Echt, und dann hat er noch miteinander gematscht, weil ich mit kurzen Röcken herumgerannt bin. Hab ich gesagt zu ihm, wenn es dir nicht passt, dann kannst du dich gleich über die Häuser fahren. Na sicher. Nein, sicher. Echt, hörst. Bissl. Und dann stell dir vor, hat er mich eingeladen nach Schopron für ein langes Wochenende eingeladen. Und hat sich diese Drecksau, ja, für die ganzen 4 Tage eine einzige Unterhosen mitgenommen. Nein, wirklich? Boah, spätestens dann ist mir alles vergangen. Boah, bist du fertig? Ah, Susan, Kundschaft ist da. Na super, den habe ich jetzt noch gebraucht. Bitte schön, Mann. Was darf es denn sein? Wobei, eigentlich haben wir schon Sperrstunde, aber gut. Für einen charmanten Gast eine schnelle Runde ist noch immer mal drinnen. Sperrstunde, Pupperl. Sperrstunde? Ja. Macht einer und das bin ich. Nicht in meinem Lokal. Aber wenn es was schneller ist. Eine schnelle Nummer? Das weißt du nicht. Quick and dirty. Geh auf der Pudel, geh aufs Häusl. Nein, bei so einem Pupperl. So einer bist du ein Schneller. Zack, bumm, eine Aussie, fertig. Na, danke. Das brauche ich schon lange nicht mehr.
Weißt du was? Hör auf zum Deppert reden. Mach mal einen Spritzer. Bitte in Weiß gehalten. Und für die Prinzessin ein Glasl Sekt. Und das Asap. Weiße Spritzer mit Eis und Zitrone? Vielleicht eine Melisse. Willst du mich umbringen? Hast du einen Porsche? Was mit Schokoladen? Was geht denn die das an? Naja. Deppert trinken sie alle. Egger Schäcker drin. Bitte schön, Prinzessin. Oh, danke schön. Warum ist denn gerade um die Uhrzeit immer die größten Trotteln reinkommen? Schau dir an. Schau, da ist wieder volle Stritze in der weißen Panier. Boah, Alter, die Zähne hat immer so Baumfahrt. Wirklich? Also, ich finde es ja nicht. Wenn du Zeit hast. Ausdämpfen. Was hast denn du genommen? Prinzessin. Tänzchen, darf ich bitten? Bin ich die Reinkarnation des Bösen? Wenn das so ist, dann war ich bereits in meinem vorigen Leben ein schlechter Mensch. Ich fühlte mich von den Frauen angezogen und zugleich abgestoßen. Ausgenutzt haben sie mich. Einfach ausgenutzt. Berechnet sind sie. Falsch und verdorben. Krankheiten verbreiten sie, wie die Rotzen. Es ist meine redliche Pflicht, die Männerwelt davon zu befreien. Meine Mutter hat mich immer vor ihnen gewarnt. Sie verstehen meine Liebe nicht. Guten Abend. Mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um Ihre Tochter zu ficken. Um was? Umberto. Na bitte, besser Stammschädel. So ein grausiges Web. Den Volksmädel, mit dem werde ich das Krokodil jetzt zu Todeswaffeln. Das wird ein Spaß. Pussy, Pussy, Tinkster, Pussy, Pussy, du Sau, du Kiebe, du Schirre. Was darfst du denn sein, schöner Mann? Machen wir zur Vorspeise ein Fleisch.
Kommt sofort? Hoffentlich. Servus. Heute zum ersten Mal da? Was heißt zum ersten Mal? Da ist ja nichts gleich geblieben. Ich bin schon seit 7 Jahren da, kann mich aber nicht an dich erinnern. Und an so ein Fashion hätte ich mich sicher erinnert. Ich hab ein paar Jahre im Ausland gearbeitet. Und auf Montage. Was hast du denn sonst noch angestellt im Ausland? Das geht einen Scheiß da dran. Magst du mir nicht zur Feier des Tages ein Glas spendieren? Ganz langsam. Erst. Gehört die Winden an Mike? Das war schon immer Mike so hinten. Ist er heute da? Ja, sicher. Ja. Aber er hat, glaube ich, noch ein Bewerbungsgespräch. Jawohl, gut ist das. Ah, so hat's der Papa gern. Ah, nein, ich stelle sich gerade bei ihm vor. Typisch. Jake! Alle haben schon geglaubt, du bist tot. Peter, aber dire. Schaut so tot aus. Schaut aus wie ein lebendiger Leib. Du. Ich hoffe, ich darf heute noch feststellen, ob an dir irgendwas tot ist. Wir reden später. Und dann sage ich dir, wo das Saubartel an der Dusik dir holt. Na, warte, bringt er auch. Du bist da angerotzt. Blödsinn. Siehst du, was die Leute ganz einen Blödsinn von sich geben? Du schaust eh lebendig aus. Geh, okay. Erst bringst du mir was von Nutensprudel, aber vom Feinsten. Wir haben eigentlich immer ein Riesentheater gehabt, mir zwar. Hab immer zu dir gehalten, Geld hast du auch bei mir lassen. Aber es ist halt leider nicht mehr so wie früher. Weil die Malung mit blauen Flecken, das ist schlecht fürs Geschäft. Na, wie meinst du das? Ich soll weiterhin zu dir herkommen, mein Marie da lassen und mit deinen Weibern soll nichts anfangen? Schau, ich hab eh malen, was auf die stehen, aber man muss das ein bisschen mit Gefühl halten. Hm? Liebe mit Hiebe. Die langhaarige Schlampe Mike erinnert mich an meine ältere, hundsgemeine Stiefschwester. Schau mal, ich hab dir was mitgebracht. Bohnen fangen auch mit Beeren. Bohnenbeeren. Magst du noch welche? Sicher. Schau, was gern alle haben. Hm? Schmeckt dir? Ja, so. Und ich hab dir noch was mitgebracht. Schokolade, damit du noch braun wirst. Wirst schon brauner. Gleich die Check. Und immer wenn die Mama weg war, hat sie mich sexuell provoziert und meine Lieblingssachen kaputt gemacht. Wegen dem Trampel war ich schon immer heiß auf die anderen Weiber. Thank you.
Weißt du was? Hör mal auf zum Deppert reden und trink mal auf die gute alte Zeit. Ja, das können wir machen, das ist ein Red. Geh, mach auf den Schaß. Servus, Schönheit. Wie schaut's aus mit uns? Was darf's denn sein, schöner Mann? Hallo? What the fuck? Na, wo bleibst? Hopp, 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 im Schweinsgalopp. Bist du ein scheiß Zauberer, oder was? Kabine nach Salzburg. Aha, der will jetzt fahren. Natürlich. Hast du eigentlich Kondome dabei? Nein. Na, warte mal. Oh, danke. Du hast eh keine Löcher reingemacht. Das sieht aber geil aus. Ihr beide war. Oh ja, danke, das wissen wir, gell? Ja, ja. Was kostet ein Bike eine Stunde? 75. Moment, alle beide 75. Na komm, steckt's ein. Machen wir, gell? Machen wir, kommt dabei an, ne? Mit dir? Bisschen Horal betätigen? Mit einem 100er bist du dabei. Mit einem 100er? Ich zahle einen 50er. Und da kannst du mir sagen, was kannst. Ja, einsteigen so, und gehen wir. Nicht reden. Beweg dich. Okay. Was ist? Das haben wir aber nicht ausgemacht. Das ist nicht ausschalten! Ich wusste nicht, dass du es auf Gruppe zu machst. Das ist dein Maul halten! Du tust mir jetzt aber weh, du Trottel! Was ist? Der Pauli kommt eh gleich, was sehen. Der Pauli, auf dein Scheiße! Wenn ich mit dir fertig bin, geh auf einen Burnheitl für einen Hurenbeutel und dann schlafe ich wie ein Baby. Und dann, was ist? Geh heraus. Mach weiter. Ach, Stefan, bist du mich? Oh, Leute. Was ist?
Hallo Jack, long time no see. Geh, mach mal einen Sprühwein, ein bisschen gehalten. Hat keinen fliegenden Hirsch? Nein, bin mit dem Auto da, meine Pulver muss ich auch noch nehmen. Ich glaub, den Deckel haben sie zupft. Na, Blödsinn. Bevor wir die Wabler den Deckel zupfen, kommen die der Papst zum Islam. Na, ganz wie's meinst. Sag, ist die Jasmin heute da? Ich frage mich was Leichteres, du warst schon ewig in meinem Dienst. Ich habe gerade gehört, ich jetzt von Jasmin. Im Moment weiß niemand, nicht mal der Mike, wo sie steckt. Oder wer gerade in ihr steckt. Hm. Super, jetzt kommt extra in ihrer her. Ist nicht da. Oben wird es mir auch nicht mehr. Ja, ich weiß, wir probieren auch schon seit drei Tagen sie zu erreichen, aber irgendwie kommen wir immer nur auf die Mobilbox. Der Mike hat eh schon erwähnt, dass er morgen den Tragenbeter einem vorbeischickt. Wann hast du das denn du das letzte Mal gesehen? Donnerstag vor einer Woche. Aber dann musst du der Letzte gewesen sein, der sie gesehen hat. Na, woher soll ich wissen, wie der Letzte auf was budert hat? Ich habe am Donnerstagnachmittag noch mit dir telefoniert und sie hat gesagt, dass du zu ihr kommst. Und seitdem hat keiner was von ihr gehört. Mir ist wurscht, ob die Dutschen kommt oder nicht. Ganz ehrlich, sie ist mir so am Arsch gegangen, weil sie hat an jeden, und wenn ich meine an jeden, dann meine ich an jeden, sobald er bei der Tür reingekommen ist, sofort den Nagel gerissen hat. Mhm. Und immer dieses Bussi-Bussi mit dem Trage, das ist dem Mike sowas von am Arsch gegangen. Ich trau mich wetten, sie budert mit dem Trage. Ist da ein Beispiel genommen? Ganz sicher. Dann hätte ich jetzt auch eine Food wie ein Bombentrichter bei so vielen Hurenböcken, die sie jeden Tag dran genommen hat. Jetzt lass sie mal mein Mausel in Ruhe. Ich mache mir wirklich schon Sorgen um sie. Was ist los? Die kannst du mal ausdämpfen. Ja, wenn du mich nochmal lieb fragst.
Du, Jack, aber wirklich jetzt, du musst der Letzte gewesen sein, der sie gesehen hat. War es irgendwie komisch oder hat sie gesagt, dass sie krank ist oder so? Nein, eh ganz normal, so wie immer. Ich finde das schon ein bisschen komisch. Du warst die letzte Kundin, seitdem hat niemand mehr was gehört oder auch gesehen von ihr. Wer sagt, dass ich ein Kunde war? Vielleicht haben wir einfach deppert geredet, Schmäh geführt, was gesoffen, eine Gaudi gehabt. Hast du dir auch erzählt, dass der Dragan mit dir nach Kroatien wollte nächstes Jahr? Der Dragan baut sich das urfette Haus da hinten hin. Mit einem Pool und einer Garage für zwei Autos. Der hat mir Fotos am Handy gezeigt. Das ist zwar noch nicht fertig, aber das wird so super werden. Na eh klar. Der aufpassen mit Trotteltschusch, dieser Scheißkibbel. Unser Geld aber schicken, macht man die bloße Arbeit nach Oberchecker. Ui, ui, ui. Ist der gerade eifersüchtig? Ich fahr dann halt mit dem Dragi in seine Villa. Villa? Du kannst mit dem Dragan hinfahren, wo du willst, das interessiert mich nicht. Von mir aus nach Djibouti, dann nach Kabul. Du, Jack, aber wirklich jetzt, die Geschichte mit der Jasmin geht uns alle was an. Und wenn du wirklich ihr Letzter warst, dann wird der Mike sicher mit dir reden wollen. Richten Mike aus, wenn er was wissen will, was zwischen mir und der Jasmin gelaufen ist. Dann soll er mich selber fragen, wenn es einen Scheißdreck an. Das geht dem Mike sehr wohl einen Scheißdreck was an, weil es ist schließlich noch immer sein Geld, okay? Und mit Stammkunden privat herumtun, wegen dem Überblick war es. Weil der Mike ist nämlich noch immer ihr Boss und nicht du. Kann ich jetzt auch was trinken, bitte? Na sicher, Schatze, was magst du? Ein Wodka. Kriegst du. Grüß dich, wo bist du gerade? Ich hab gerade was. Hör zu, du musst mir einen Gefallen machen jetzt, ja? Ja. Die Jasmin ist noch immer nicht aufgetaucht. Aha. Du kennst ja die Stelle, wo sie ist, ja? Unter der Brücke meinst du? Du weißt es genau, ja, wo sie gestanden ist. Ja, ja. Schau mal dort vorbei und dann schaust du mal, gibt's dort irgendwas, irgendwelche Hinweise? Okay, ja? Ja, ja, mach ich. Oder ja, vielleicht ist eh gerade dort anschaffen, ja? Ja, passt schon, ich mach das. Mach einmal. Ja, der Job ist leider echt nicht mehr das, was er mal war. Ich meine, die Schacke traut sich nicht einmal die Zeitung aufzuschlagen, weil jede Woche eine von uns verschwindet und dann ist sie tot am nächsten Morgen. Ich habe eh schon mit Mike geredet, aber der sagt so, wir sollen nicht zu viel nachdenken, weil wenn wir mal zum Nachdenken anfangen, dann kann er sein Geschäft gleich schließen. Aber stell dir mal vor, der bekommt dich in seine Reise und ich meine, ganz ehrlich, die letzte hat er mit 80 Messerstichen abgestochen und dann hat er sie von oben bis unten aufgeschlitzt. Eva! Ja, ich sage nur, weil der Mike kümmert sich um einen Scheißdreck. Und zur Hey brauchen wir gar nicht gehen, weil die Villa dann gratis für kam, oder sie lacht uns aus. Die Hey. Mademoiselle, der will kurz einchecken bei euch. Wo bin ich? Wir haben Feierabend. Feierabend. ich habe euch ein bisschen zugehört. Post. Ist normal nicht mehr Wort. Und ich habe mir gedacht, ich habe vielleicht eine Lösung für euch. Mhm. Und die wäre? Und die wäre? Dragica. Was, unsere Dragica? Das ist eine Dragica. Es gibt nur eine Dragica, das ist meine geschissene Ex. Hm? Was ist mit der Dragica? Die hat eine Schwester namens Esmeralda. Sag einmal, was lachst du so deppert, Esmeralda? Weißt du, was das für eine Frau ist? Hast du eine Ahnung? Du kennst es nicht einmal. Schau mir an, wenn ich mit dir rede. Esmeralda ist eine Frau, eine Voodoo-Priesterin mit einer Mordstrom-Kristallkugel. Hey, und was kostet der Scheiß? Was kostet der Scheiß? Das fragst du? Ich hab mir von dir nichts anderes erwartet, du kleine Schnallen, du. Ha? Was ist das denn dein Scheißleben wert? Ha? Na, dann wird die Tante nicht so viel an uns verdienen. Dann wird die Tante nicht so viel verdienen an euch. Ja? Komm, schleich dich. Ja, sauf weiter. Es ist eine Verhandlungssache. Ja? Ihr könnt ja einen Preis mit ihr ausmachen. Und eigentlich habe ich mit euch schon zu lange geredet. Und wisst ihr was, was ich jetzt mache? Ich mache einen Schuh, ich rotiere den Bock und lasse mich runter. Komm. Herr Hitler, Alter. Schissernes Arschloch. Ja, schafft das recht.
Schluckgeschwindigkeit erhöhen und aus da. Ich will heim. Ganz ehrlich, das kann nicht sein, dass du irgendein Wort von dem Scheißdreck glaubst. Ich vermisse es jetzt wurscht. Wir machen das. Ruf die Schacke an. Wir haben eh keine andere Wahl. Scheiße. Ja? Ich bin jetzt eh da, aber keine Spur von der Jasmin. Dann schau gescheiter. Wie ein Scheißdreck werde ich noch machen, ich fahr jetzt heim. Okay, ja. Passt. Ja, ciao. Schlampen hereingebeten. Ach, niemand. Setzt euch. Ihr habt mich beim Essen gestört. Also, eine Bekannte von uns hat gesagt, dass sie... Dass ich euch helfen kann? Mhm. Glaubst du, weiß ich das noch nicht? Und Dragica schuldet mir immer noch Geld. Typisch. Ich kann nicht länger zusehen, wie ihr jungen, dummen Dinge wie ein Vieh abgeschlachtet werdet. Und die Männer, die euch beschützen sollen, die sind wie der letzte Dreck, der unter euren Fingernägeln klebt. Ich kann euch helfen, aber alles hat seinen Preis. Einer wird sterben müssen. Was? Eine andere bluten müssen. Zum Schluss bleibt nur eine unversehrt. Ich weiß, ihr habt große Probleme mit einem Mann, der nach eurem Leben trachtet. Und möchtet nur wissen, wie man etwas töten kann, das bereits tot ist. Hä? Wie meinen Sie das?
Dieser Mann ist ein Wiedergänger, ein Untoter. Um ihn zu töten, braucht man die Hilfe seinesgleichen. Wenn ihr bereit seid, dieses unheilige Bündnis einzugehen, dann werde ich jetzt in Vergessenheit geratene Beschützerin herbeibeschwören. Das funktioniert aber nur dann, wenn ihr fest daran glauben wollt. Wer wird unversehrt bleiben? Du bist die Schwächste, du wirst bluten müssen. Nein, nein, bitte, nein, ich kann kein Blut sehen. Das ist alles nur Vorhersehung. Es steht nicht in meiner Macht, wenn am Ende leben wird. Ich spalte mich gleich an, bitte. Tu nicht so. Nun, gib mich nicht so, gib mir deine Hand. Dämliche Huren! Wenn ihr weiterleben wollt, dann hört auf mich. Diabłu, anioły, demony, pomóżcie! Przywołuję was do pomocy! Josefine, erhöre uns. Wir bitten dich, unterstütze uns im Kampf gegen das Böse, denn wir sind zu schwach, uns selbst zu helfen. Wir beschwören dich in diesseits, bis das Übel vertrieben wurde. Für diesen Dienst verlange ich nichts. Nur gebt euch in Acht, nicht, dass ihr zwischen die Fronten gerät und euch zu den Toten gesellt. Eins sage ich euch noch, wenn ihr euren Totenpeiniger für immer vernichtet möchtet, dann müsst ihr sein schwarzes Herz im reinigenden Feuer vernichten. Was Besseres. Mhm. Und jetzt? Was soll das? Was ist das? Such das! Jetzt bist du mich hinter, lass mich doch vor! Lass mich doch! Nein, lass mich doch! Puppel. Hast du heute schon was vor? Mhm. Bist du deppert. Ganz schön sexy, der Outfit. Mhm. Das erinnert mich an eine Serie von früher. Da kannst du dann offen gehen und ein Pferd auch. Machst du eine Hausbesuche? Für deinen Freund habe ich eine Banane. Na sag, was verlangst du also die Banane für einen Hausbesuch? Sag ihm, du bist unbezahlbar! Ich bin unbezahlbar.
Na, was ist? Was machen wir jetzt? Nur reden oder was? Einen schönen Abend. Komm, steig ein. Lass dich überraschen. Na, was sagst du zu meiner Villa, Konterbund? Und was ist mit meinem Bier? Reib mal Hüsen. Das musst du erst verdienen. Na, gerne. So gefällt mir das. Na? Was ist jetzt mit der Banane? Na, vielleicht musst du dir den Dschungelgipfel alles verdienen. So gefällt mir das. Eins. Genau, weg damit. Zwei. Mhm. Erst, was ist denn das wie perverser auf? Erst. Das wird nichts mehr mit der Banane, so wie es ausschaut. Nix. Du, was ist denn das? Y? Was ist mit dir? Hast du Augenkrebs? Das ist die Zunge von einer Schlange. Eine fette Anaconda hätte es werden sollen. Ich wollte mich becken lassen. Und? Lass es fertig machen? Bist du wahnsinnig? Weißt du, wie weh das tut? Wenn du zum Tätowierer gehst, ich erzähl dir das einmal, wie es abläuft. Hörst, wenn du eh nicht ficken willst, dann kann ich ja wieder gehen. Na geh! Jetzt bleib da. Sei nicht so. So ist schon besser. Bist du vollkommen im Schädel? Haben's dir auf mit's Hirn geschissen? Ich geh dann mal. Du gehst nicht erst mal hin. Du bist ja dein Gott! So eine Bartels. Komm, Kleine, wir gehen. Das ist kein Quader nicht. Warte mal, ich hab noch was zum Tun. Da, du bist dran. Ich habe eine bessere Idee. Interessant, wie man heute so lebt. Wie meinst du das? Weißt du gar nicht, wer ich bin? Alter Schachtel, diese komische anzieht! Du brauchst was reden wegen komisch anziehen. Ich hab ja nichts gesagt. Das war der Herr Wilson. Na sag schon, wer bist denn leicht? Ich bin die Josephine.
Sagt dir das gar nichts? Ich war mal die berühmteste Gesellschaftsdame der Nacht. Also, Hur meinst? Ja, Evi! Im Prinzip schon. Wurde aber auch immer gut belohnt für meine Dienste. Wann? In den 80ern? In den 1880ern. Ja, für 300? Schaust du eh noch geil aus. Schau, Puppern, nicht frech werden, ja? Ich bin da, damit ich euch Fluckern von diesen bösen Männern mit diesen bösen Absichten beschütze. Und in meiner Zeit würdest du dich überhaupt nicht zurechtfinden. Und findest du den meiner Zeit zurecht? Noch nicht. Im Ruhestand habe ich schon ein, zwei von diesen Automobilen gesehen. Heutzutage ist die Stadt ja zugestopft mit diesen pferdelosen Dingern. Wenn ich so nachdenke, in deinem Alter war die Liebe noch die schönste Nebensache der Welt. Fini, komm her doch! Zur Liedmeisterei! Das ist ein Wahnsinn! Ist ja schon alles da! Und als ich 14 war, habe ich mir mein erstes Taschengeld bei den Ziegelstechern verdient. Ach, war das herrlich. Der Josip war so ein prächtiges Mannsbild. Ich habe damals immer Hunger gehabt und war auf mich allein gestellt, da ja alle Malochen waren. Aber für ein Stückerl Wurst und einen Schluck saures Bier war ich bereit, alles zu tun. Später hatte ich mit der Liebe meine Berufung gefunden und musste nie mehr arbeiten. Thank you.
traurigerweise hat alles irgendwann ein Ende. Und was ist deine Geschichte? Ja, so eine Geschichte habe ich nicht auf Lager. Aber auf meinen Papa bin ich stolz. Der ist Räuber und Erpresser. Und natürlich war er ein karibischer Piratenkönig. Du Fraßsackel, du Krümel, du Elendiger! Sauschädel, Unendiger! Und deine Mutter? Von der Mama weiß ich eigentlich nicht viel. Die war auf einmal futsch. Und dann habe ich so eine Dreierbeziehung gehabt mit so einem Hippie-Badl. Klingt ja nach einer aufregenden Jugend. Ist ja kein Wunder, dass es einem schwerfällt, ein normales Leben zu führen. Ich werde ein bisschen auf dich aufpassen. Nein, 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 soll ich das nicht meinen? Kannst du dich an die kleine Gefüde mit den Murztrum-Glocken erinnern? Ja, die von der Telefonseelsorge. Ja, eine Stimme wie der Pavarotti. Aber nicht nur die Stimme, mein Lieber, ich sag das. Boah, also echt eine geile Dusse. Ja, ich komm schon. Komm schon! Was ist denn? Dürfen wir reinkommen? Wir haben Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Na, kommt's einer. Schuhe abputzen, Kollege. Ja, ey. Wollt ihr eine Cola, Kaffee, Wasser oder Milchreis mit Haut? Na danke, es wird nicht so lange dauern. Ich muss auf meine Linie schauen. Sagen Sie, was ist mit Ihrem Kopf passiert? Und wie schaut's denn da aus? Waren Sie letzte Nacht in einen Raufhandel verwickelt? Hier in der Wohnung? Herr Inspektor. Inspektor gibt's keinen! Tut mir leid. Ist Ihnen Fischgrät bekannt? Da gibt's einen Boden. Der heißt Fischgrät. Ab und zu birgt sich der ein bisschen auf. Ich bin gestolpert. Scheiße! Bin ich offen? Ja, offen wie ein Scheinentor. Wir haben also zu viel getrunken und sind gestürzt. Da müssen Sie aufpassen. Trotzdem haben Sie aber noch 2 Dosen Bier getrunken. Und auf den eigenen Laptop geschissen. Bravo, das muss ja eine super Nacht gewesen sein. Ich hab auf meinen Laptop geschissen.
Eva war super Bladelwach, oder? Nach Havardere. Servus. Wollen Sie mir am Schmäh halten? Lassen Sie das mit der Schwanpartie. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich war früher ein lieber kleiner Bub. Wenn da nicht gewesen wäre, meine sadistische Religionslehrerin. Sata, ihr habt 15 Minuten Zeit. Die wollte mich einfach am Bubenklo verkaufen, damit sie ihr Lehrersoll ein bisschen auffettet. Sie war genau der Beweis dafür, dass Frauen blasphemische Heuchlerinnen sind. Schick mir die Eier! Genau deswegen habe ich eines Tages den Spieß umgedreht und verkaufte die Dienerin Gottes an meine Klassenkameraden, die Gott sei Dank mehr Spaß an ihr gefunden haben wie an mir. Lass da Zeit. Ihr braucht es. Wir haben erst Schirpse. Gutes. Entschuldigung. Hast du deine Pulver nicht genommen, oder was? Oh ja, schon. Da fällt gerade immer zum Wiener angesprochen, die offen depperten geschissen. Da, schauen Sie sich mal diese Bilder an. Das sind doch alles Frauen, mit denen Sie verkehrt haben. Oder täusche ich mich etwa? Was macht denn er Fotograf hauptberuflich? Der ist bei der Polizei. Das ist sicher. Die habe ich nie gebudert, sicher nicht. Darf ich Sie bitten, morgen freiwillig zu uns zu kommen? Für einen DNA-Abgleich. Sie sind in Ihrem Mustang nämlich am Tatort gesehen worden. Aber sicher waren Sie nur schauen. Herr Inspektor. Inspektor gibt's keinen! Scheiß drauf. Das ist ein amerikanischer Wagen. Und ich komme morgen, okay? Passt. Wehe! Wenn Sie nicht pünktlich kommen, dann kommen wir Sie holen. Da, du, da, da. Sag einmal, spinnst du? Gib doch zu, dass du das geil gefunden hast. Und zur Strafe muss der schlimme Herr Wilson ein Frühstück machen.
um! Ich bring dich um! Lass das! Und hat die Geschichte ein Ende einmal. Ja, ja, ja. Dann geschah Folgendes. Ist mir Jasmin, du Arsch, ich hau den Schädel ab. Was bist denn so nervös? Woher soll ich wissen, wo die Depperte ist? Pass einmal auf, mein Freund. Du brauchst dich überhaupt nicht deppert spielen mit uns, ja? Die Jasmin ist seit Tagen verschwunden. Wir erreichen sie nicht, ja? Was glaubst du, was uns das Kohle kostet? Und die Gabi hat dich als Letzten mit ihr gesehen und sie ist mit dir mitgegangen, obwohl du ganz genau weißt, dass das verboten ist bei uns. Und? Ja, nix und. Budert wird bei uns auf dem Zimmer. Schnallst du das? Woher willst du wissen, ob ich's budert hab? Das geht euch zwar offen einmal gar nichts an. Und die vier Lustigen da hinten kannst du einpacken und mitnehmen. Weil, abgesehen davon, hat die Jassi auch ein Privatleben gehabt. Was hast du gehabt? Alter! Die Puppenkiste macht auf Gestapo. Kein Wunder, dass die weggelaufen ist. Vielleicht hast du nur gehabt für euch, Trotteln. Ach, davongelaufen? Der Herr weiß jetzt also, dass sie davongelaufen ist. Dann weiß er doch bestimmt auch, wohin sie gelaufen ist. Mike, hör zu. Die hat 5 Jahre für dich gekackelt. Die hat gebudert jeden Tag. Die war zwischen die Viers offen wie ein Scheunentor. Vielleicht hat sie die Schnauzen einfach voll gehabt. Der Herr Seelentröster, der Frauenversteher. Na, mir kommen die Tränen, ja? Mein Lieber, du sagst mir jetzt augenblicklich, wo sie ist oder was du mit ihr gemacht hast oder du hast ein Riesenproblem mit uns Jungs hier, ja? Du kannst froh sein, wenn die geschmierten Furt erwischen wie mir. Mike. Aufpassen. So sicher nicht. Und nicht mit mir. Gute Nacht. Guten Morgen, du syphilitischer Hurenbock. Wenn dein Spatzenhirn sich noch an die kleine Hure erinnern kann und du sie noch haben willst, dann komm morgen früh auf die Blutwiese hinter dem böhmischen Prater und hol sie dir, Josephine.
auf ihr Lucky Tank. Thank you.
und dann Ruhe. Guten Morgen, Prinzessin. Warum lebe ich noch? Weil ich mit dir nicht fertig bin. Das Herzerl, Kleins. Komm, gehen wir. Wir müssen noch die Fahne abholen. Wen? Das ist die Dusse in Weiß. Ah, das war die Fahne. Weißt du, was ein Menage à trois ist? Nein. Na, flotter Dreier. Aber was ist eigentlich mit der Kleinen passiert? Thank you.
Du bist der Trottel. Mein Name ist Umberto. Ich bin. Oh,
Sag einmal, jetzt ist man schon so lange da. Möchtest du uns nicht auf was einladen? Wie kommst du denn du daher? Bin ein Einladen? Das kommt ja gar nicht in Frage. Außerdem will ich mehr Ruhe haben. Nimm dir deine Freundin und verschwind. Na komm schon, komm schon. Ups. Und aus dem Recht. Und was du zuvor bist, dann gibst du mir gleich meine Zeitung runter. Weil ich will mehr Ruhe haben. Kapiert?